Jetzt müssen natürlich nur noch die Arme und die Beine beim Brustschwimmen zu einem Ganzen zusammengefügt werden. Wie soll das Ganze aussehen? Ich mache das gerade schon schön vor. Erstmal kommen die Arme und dann die Beine. Die Arme ziehen das Wasser weg. In dem Moment werden die Beine angewinkelt. Und in dem Moment, wo die Arme nach vorne geführt werden, müssen die Beine wieder Druck machen, dass ihr auch vorwärts kommt. Wenn ihr das Ganze nicht machen würdet, würdet ihr zum Beispiel entweder mit den Beinen oder mit den Armen euch selbst ausbremsen und ihr würdet langsamer vorwärts kommen. Deswegen versucht immer, in dem Moment, wo die Arme das Wasser nach hinten wegschaufeln, die Beine anzuhocken. Und in dem Moment, wo die Arme nach vorne gehen, müsst ihr mit den Beinen arbeiten, damit ihr den Widerstand von den Armen überwinden könnt und ordentlich vorwärts kommt. Das Ganze könnt ihr vor einem Spiegel üben. Das Ganze könnte so ausgesehen haben, so wie ich das gemacht habe, vor einem Spiegel. Da könnt ihr das in aller Ruhe machen und dann geht ihr ins Wasser und probiert das da dann auch aus. Und das war's auch schon. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Auch Glocke aktivieren, damit ihr immer die neuesten Meldungen sofort habt. Feedback immer in den Kommentaren da lassen und nicht vergessen, das Video auch mit allen Leuten zu teilen.